Die Märkte haben lange gequengelt und Paul hat geliefert. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Aber die große Frage ist, was kommt jetzt, nachdem Paul mehr oder weniger klar gesagt hat, dass am 31. Juli bei der nächsten FED-Sitzung, bei der nächsten FED-Entscheidung die US-Notenbank die Zinsen senken wird, mit seinem Verweis, dass viele FOMC-Mitglieder, also des Offenmarktausschusses innerhalb der FED, wollten oder sich eingesetzt haben für eine akkommodierendere Geldpolitik, wie es im Notenbankersprech heißt, heißt nichts anderes als wir senken die Zinsen. Und dementsprechend war das das klare Signal, dass die FED diesen Schritt machen wird. Jetzt ist nur die Frage, ist das jetzt schon ein Zinssenkungszyklus? Geht es also dann September weiter? Geht es im Dezember schon weiter oder mit Zinssenkungen nämlich? Oder ist es das erstmal jetzt gewesen, weil man sich einfach sagt, ja okay, wir brauchen jetzt vielleicht so eine Art Versicherungszinssenkung und beruhigen damit ein bisschen die Situation. Alleine das ist schon ein bisschen lustig, wenn wir sehen, dass die Aktienmärkte auf Allzeithoch sind, dass die sogenannten Financial Conditions so lax sind wie schon lange nicht mehr. Also die Finanzbedingungen, Kredite sind sehr, sehr leicht zu erhalten in den USA, sind günstig. Also das ist ja alles ein bisschen absurd eigentlich, aber möglicherweise konnte Paul gar nicht anders. Angesichts eben der Dynamik, die von anderen Notenbanken ausgeht, wir haben ja zuerst gesehen, dass die Bank of Australia, die australische Notenbank, die Zinsen gesenkt hat. Und dann kam die EZB mit dem tragischen, dovischen Hammer. Und da kann die FED wahrscheinlich nicht anders, als da irgendwie ein bisschen mitzugehen, sonst würde man den Dollar zu stark aufwerten. Und das will ja schließlich auch keiner. Jetzt ist die Situation, die, dass also diese Zinssenkung endlich mal klar ist. Die Fed Fund Futures, die preisen jetzt die Situation bereits so ein, dass sie sagen, 74,4% wird es eine 0,25% Senkung geben und zu 25,6% eine 0,5er Senkung. Das war heute Morgen noch anders, da lag die Wahrscheinlichkeit für 0,5 gegen 0. Und jetzt ist also durch diese eher dovische Tonlage, die Jerome Powell an den Tag gelegt hat, diese Erwartung wieder ein bisschen gestiegen. Dementsprechend waren die Märkte auch euphorisch und haben hier sich gesagt, naja, wir haben die FED scheinbar im Griff. Das ist das, was Art Cushion, eine Legende der UBS, heute gesagt hat auf CNBC. I think the market is relaxed for now because it feels it has Powell and the Fed under its control. Sie glauben, sie hätten Powell und die Fed unter ihrer Kontrolle. Aber stimmt das? Ich glaube nicht. Die Fed ist sicherlich beeinflusst von dem, was die Märkte machen. Aber wie gesagt, da muss ein größerer Kontext mitgedacht werden. Da muss man mitdenken als Notenbanker, was machen die anderen? Was macht die EZB? Und wenn die in eine Richtung steuert, wie Draghi das ja mit seiner Whatever It Takes Rede 2.0 gemacht hat, dann kann man da eben schlechterdings nicht mitlaufen. Aber möglicherweise ist es eben nicht so, dass die Märkte die Fed kontrollieren, denn die wird auf die Daten reagieren, die wird auf Inflation reagieren und die Märkte glauben eben jetzt, dass sozusagen eigentlich, naja, eher 13 Schritte noch in 2019 kommen werden, nämlich im September nach dem Juli und dann im Dezember, das zumindest sagen auch die Fed Fund Futures, aber ob das so kommen wird, ist nochmal eine andere Frage. Die Märkte wollen im Grunde doch eins, man will, dass die Rezession nicht kommt und glaubt aber trotzdem, dass die Fed die Zinsen senken wird. Man will also den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten, das ist das alte Problem. Jetzt haben wir die Situation, dass es hier offenkundig so leichte Widersprüche gibt, die gibt es schon länger und die werden sich auch irgendwann auflösen. Wir haben hier zum Beispiel jetzt die Situation, dass der sogenannte CEO Confidence, also der Optimismus der CEOs, der Chefs von Firmen, ist relativ stark im freien Fall. Und normalerweise haben wir solche pessimistischen Einschätzungen der Lage ihrer eigenen Unternehmen unmittelbar vor einer Rezession. Die Investoren aber sagen sich, nein, nein, da kommt keine Rezession, alles ist gut, die Notenbanken haben ohnehin das Sicherheitsnetz gespannt. Und dementsprechend kann da ja gar nicht viel passieren und deshalb gibt es hier so eine sich ausweitende Differenz, eine Divergenz zwischen den Erwartungen von Investoren und den Chefs eben der Unternehmen. Wir sehen, dass diese Differenz doch relativ deutlich ist. Die Investoren sind relativ optimistisch. Sie sagen sich, ja, wir haben eine gewisse Eintrübung, aber die Notenbanken werden es richten, dann wird sich die Konjunktur erholen. Die CEOs der Unternehmen sind da weniger optimistisch und genau diese Differenz, die könnte sich dann in der Berichtssaison auflösen, dass die Investoren möglicherweise gezwungen sind, ihre Einschätzung zu relativieren, wenn sie denn dann
nämlich ab der nächsten Woche, wo dann vor allem die US-Großbanken berichten werden, wenn wir dann richtig konkrete Zahlen haben. Der US-Berichtssaison, die Konsenserwartung liegt bei minus 2,3% an Gewinnrückgang. Das wäre dann eben eine Earnings Recession, eine Rezession der Gewinne, weil wir schon im ersten Quartal negativ waren. Das hindert uns aber nicht, auf neue Allzeithochs zu steigen. An den Aktienmärkten der S&P heute auf die 3000er Marke gestiegen. Es hat 5 Jahre gedauert, um von 2000 auf 3000 zu klettern. Wahrscheinlich brauchen wir 2 Monate, um von 3000 auf 4000 zu klettern. Es würde mich zumindest nicht so fürchterlich erstaunen. Schauen wir uns an, was in den Charts heute zu erkennen ist. Und wenn Sie denn kommen, kommen Sie nicht, kommen Sie doch. Manchmal muss ich nur so eine kleine Formel sprechen hier bei diesem Smartboard. Dann geht alles, denn das Licht ist gerade wieder grün. Das nutze ich gerade mal. Wir schauen uns vielleicht erstmal den Nasdaq an, wenn er denn will. Da ist er. Wir sind bei 7892, haben ein neues Intraday-Allzeithoch gemacht. Nicht auf Schlusskursbasis, aber Intraday-Allzeithoch, sind aktuell bei 7892. Ging dann mal ein bisschen schärfer runter. Da haben dann manche eben auch Gewinne mitgenommen und sich gesagt, naja, wo soll es denn jetzt hingehen? Was kommt jetzt? Sind wir da vielleicht zu optimistisch? Wir haben dann auf der anderen Seite den Dow Jones, den wir hier sehen, der ein bisschen schwächer aussieht, 26.845. Hier sehen wir diese Euphorie zunächst mal nach der Veröffentlichung des Redetextes von Jerome Powell, 14.30. Aber dann ging es doch wieder einigermaßen runter und der Dow erholt sich nicht so richtig, anders als der Nasdaq, von kann jetzt die Strecke nicht mehr mitgehen. Wir haben den S&P 500 bei 2.990. Wir haben den DAX, der da überhaupt nicht mitkommt. Wir sind bei 12.379, haben 4 Tage in Folge jetzt im Negativen geschlossen. Das ist schon mal eine Ansage. Also der DAX kann davon überhaupt nicht profitieren. Möglicherweise ist man da eben auch ein bisschen skeptischer nach der Gewinnwarnung gestern von BASF. Die Amerikaner sind noch auf diesem anderen Planeten. Uns kann niemand angreifen. Wir sind auf einem anderen ökonomischen Planeten unterwegs. Dementsprechend werden wir keine Gewinnwarnungen haben, während es bei den Europäern nur so und auch bei den Chinesen nur so an Gewinnwarnungen hagelt. Wir haben dann den Euro, der profitieren kann. Haben hier versucht, diesen Boden auszubilden. Das ist zunächst mal gelungen bei der 1,12er Marke, aktuell 1,1258. Und wir haben, wenn es denn kommt, das Gold, da ist es, jetzt wieder zulegen können bei 1411. Und wir haben abschließend das amerikanische Crude Oil, das sehr stark steigen kann, nachdem die Lagerbestände heute um über 9 Millionen Barrel gefallen sind. Das ist schon mal eine Ansage, dementsprechend also weniger Angebot und das stützt den Preis. Wie geht's jetzt weiter? Große Frage, wo ist die Fantasie, möchte man jetzt fragen. Jetzt hat man offenkundig die letzte Versicherung bekommen. Ja, Jungs, ihr kriegt eure Zinssenkung. Das ist wie mit Kindern an der Supermarktkasse, wo es die Süßigkeiten gibt. Quengel, 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 quengel. Und irgendwann sagt man sich, na gut, nehmen wir jetzt, damit eine Ruhe ist und damit es jetzt weitergehen kann. Jetzt ist die Frage, woher nehmen die Märkte den Optimismus und die Fantasie, dass die Dinge jetzt einfach so weiterlaufen, dass man also den Kuchen essen kann und ihn gleichzeitig behalten kann, dass also keine Gewinnrezession kommt, dass keine Rezession kommt und die Fed dennoch die Zinsen senkt und die EZB und wie sie alle heißen. Das ist eine offene Frage, mit der ich Sie jetzt alleine lasse, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.